Ich gebe zu, ich bin da wirklich irgendwie enttäuscht, weil, wie gesagt, es hätte schon mal eine Chance gegeben. Auch aus parteitaktischen Gründen hat man dann diese Freigabe gemacht. Noch mehrere, das Verfahren war Parteitaktik. Das, und dann, ich sage jetzt nicht, das endgültige Abstimmungsverhalten war Parteitaktik der Ampel. Und es ist, machen Sie das, da habe ich jetzt, will ich gar nicht mal so vorwerfen, aber dann kriegt man es nicht zustande. Und was ist dann das Ergebnis? Wir haben im Plenum nur gehört, die Union ist schuld. Wissen Sie, wenn die FDP oder viele das Recht haben zu sagen, wir halten es für verfassungswidrig, wir stimmen nicht zu, dann hat auch die Union das Recht Wer zu sagen. Wer sagt denn, dass die FDP hat Kopie? Viele FDPler sagen. Nicht die FDP. Viele FDPler sagen. Das können Sie mir wirklich glauben. Wir sitzen neben denen. 90 Abgeordnete der FDP auch also für diesen Vorschlag gestimmt. Ganz ehrlich, das waren fast alles FDP. Auch meiner Partei. Übrigens selbst ein Grüner. Das ist bei der FDP auch. Die hat schon Mitschuld an dem Versagen des Parlaments. Aber die Opposition, ihr habt doch vollkommen recht, die Opposition hätte jetzt Verantwortungsbewusstsein zeigen können. Das ist richtig. Und, was der Merz hat, so schadenfreudig, wenn er keine Mehrheit hat. Wir verschaffen euch ja Das ist doch ein Witz. Keine. Die Regierung darf wählen, wie sie will. Und Frau die Opposition Lange, muss die Verfassung Es war schon sehr, sehr schade, dass sich die Union nicht an den Gruppenanträgen beteiligt hat. Sie hätten sich ja an dem Prozess beteiligen können. Und Herr Wittecker und zwei weitere Kollegen aus der Union haben ja auch für den Regierung oder den Entwurf der Gruppe, wie sie gestimmt. Aber ich kann Ihnen sagen, das hat sich geändert. Am Anfang gab es Streit. Die Hälfte wollte keine Impfpflicht in der Union, die andere war dafür. Warum ist Aber denn das jetzt hat sich durch Omikron geändert. Na, weil Sie haben es eigentlich genau richtig gesehen. Weil es nicht geeignet ist und auch nicht erforderlich. Es gibt mildere Mittel. Die Maskenpflicht hochwirksam. FFP2 ist ein milderes Mittel. Dann, wir haben die Situation bei Omikron wirklich, dass wir keine Überlastung der Kliniken haben. Jetzt kommt das Argument, es gibt geimpftes Personal inzwischen, die auch krank werden durch Omikron. Und deshalb haben wir aktuell zum Teil in einigen Kliniken ein Problem wieder. Aber die sind geimpft. Das heißt, wenn ich alle impfe, warum? Die Geimpften geben es auch weiter. Das ist die Besonderheit bei Omikron. Und warum sterben täglich über 200 Menschen? Ja, aber was haben wir? Wir haben Omikron. Omikron ist im Moment ungefähr vergleichbar wie eine normale Grippe, die wir vor 3 Jahren auch hatten. Normale anders Grippe. Wie Delta. Anders Wunderbar. Wie Delta. Aber die Todeszahlen sind ungefähr so. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, wir können nicht. Die, die jetzt ungeimpft sind, die haben Eigenverantwortung sozusagen. Aber die, die geimpft sind, geben es trotzdem weiter. Sie müssen trotzdem, also, um sich zu schützen, die FFP2-Maske. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt einbringen. Wir haben ja fast kein Land in Europa, in dem es eine Impfpflicht gibt. Ich habe auch gegen die Impfpflicht heute gestimmt. Beziehungsweise ich habe keinen Antrag befürwortet, weil ich keinen Antrag als geeignet erachtet habe, dass er das Problem löst in der Form, dass es auch, der auch umsetzbar ist. Also keiner, Sie haben sich also gegen Ihren Bundeskanzler gestellt? Nein, ich habe mich nicht gegen meinen Bundeskanzler gestellt. Ich habe dem Antrag der Gruppe Wiese-Behrens nicht zugestimmt. Ja, ich hätte dem Antrag von Professor Ullmann zugestimmt, den es jetzt nicht mehr gab, weil ich den Mechanismus trotz aller Schwächen im Antrag noch am überzeugendsten fand. Den gab es nicht mehr seit gestern und darum habe ich dann keinem Antrag zugestimmt. Und der Bundeskanzler hat selber gesagt, er diskutiert das mit, er hat eine persönliche Auffassung und macht das nicht als Bundeskanzler. Gut. Also ich habe jetzt zwei Dinge gelernt, dass das richtige Mittel ist, die Corona-Sache zu bekämpfen, die Maske. Dann frage ich Sie im Ernst, warum Sie in der ganzen Regierungszeit alle möglichen, von Ausgangssperren bis zu Kontaktverboten gemacht haben, wenn es eigentlich doch nur auf die Maske ankommt. Das nein, stimmt nein, doch nicht. Nein. Die Maske es kam auch auf die Ausgangssperren an. Aber wir hatten noch keinen Impfstoff. Die Maske ist nur ein Mittel. Also ich meine, zweiter Punkt. Wenn wir wirklich sagen, eine Impfpflicht gibt es nur noch dann, wenn ich damit das Virus ausrotte, dann werden wir nie weiterkommen. Es ist ein Fortschritt, wenn ich dafür sorgen kann, dass jedenfalls die Geimpften stark geschützt sind, dass nicht Ungeimpfte aus blankem Egoismus und aus Sturheit die anderen in eine Geiselhaft nehmen. Und ein letzter Satz, Frau Launer, eins habe ich im Verfassungsrecht gelernt. Auch Artikel 2 Absatz 2, die körperliche Unversehrtheit, ist kein super Grundrecht, das unantastbar ist. Nicht unantastbar, ist ein starkes Grundrecht. Ja, ein Höchstwert in der Verfassung. Aber nicht unantastbar. Na gut. Insofern hätte man eine Impfpflicht sehr wohl verfassungsfest machen können. Und wenn ich das Urteil des Gerichts zur Bundesnotbremse richtig sehe, das zeigt, dass sehr viel Spielraum da ist. Ich glaube nicht, dass ein Verfassungsgericht das geändert hätte oder aufgehoben hätte. Nein, Sie haben eine Chance verpasst, hier auf die Koalition zuzugehen. Die SPD hat eine Chance verpasst. Mit unserem Antrag hat sie eine Mehrheit gehabt. Wir hätten alles vorbereiten können. Mit ihrem Antrag, aber Sie haben sich am Gruppenverfahren nicht beteiligt. Sie haben sich am Gruppenverfahren also nicht beteiligt. Also dieses parteipolitische Gestreit hier die ganze Zeit. Sie sind aktive Politiker. Also ein gutes Bild hat die deutsche Politik heute nicht. Nein. Nicht? Die Welt steht in Flammen und wir können uns nicht einmal auf eine Schutzmaßnahme, wie sie auch ist, einigen. Ja, ich meine, ich hätte erwartet, ich war in zwei Kabinetten, dass ein Kabinett zunächst einmal wirklich ernsthaft versucht, eine eigene Meinung zu bilden und dann auch die durchsetzt. In der Koalition muss jeder mal nachgeben.
Ne? Auch Herr Buschmann. Mhm. Ne? Aber Herr Baum, ist es nicht, ist es überhaupt noch eine Frage der Partei oder nicht eher eine Gewissensfrage jedes Einzelnen? Da können Sie doch alles zur Gewissensfrage machen. Jeder Bundeshaushalt hat eine Gewissensfrage. Aber es geht. Würde ich nicht so nicht sehen. Wir haben ja auch andere Fragen, wenn es um Sterbehilfe geht, wenn es um Gentechnologie geht. Das sind immer Gewissensfragen gewesen. Ja. Und da geht es um einen schwerwiegenden körperlichen Eingriff in die Grundrechte. Und den kann man durchaus als ethische Frage sehen, die jeder für sich selber bewerten muss. Und das haben wir heute getan. Und wir haben heute eine Debatte geführt, die sicherlich teilweise sehr lebhaft war, aber die auch genau das abgebildet hat, was auf den Straßen, in den Gastwirtschaften, überall in unserer Gesellschaft geführt wird seit Wochen und Monaten. Naja, die also ich bekomme pro Woche, schon für eine Impfung. Ich bekomme aber pro Woche ändert, 2000 Sie, E-Mails Omikron hat vieles nur zu diesem geändert. Thema. Leute, die wir sprechen uns im Herbst wieder. Nein, dann ist es zu spät. Frau Launer, diese Omikron-Welle. Ja, schade, habt ihr unseren Vorschlag nicht zu. Da hätten wir wenigstens die Vorbereitungen machen können. Ja, weil, das habe ich von dem Herrn Sorge auch gehört. Man müsste die Impfzentren vorhalten über den Sommer, damit wer bezahlt wer ist das eigentlich. Das haben wir da auch vorgesehen. Hätten Sie ja zustimmen können. Sie beide hören jetzt immer auf CDU und SPD, CSU und SPD mit dem intern. Genau, wir hören einmal Herr Bremer zu. Der Kernfehler ist die auch bei der FDP, bei Kubicki, Teuteberg und anderen vorgekommene Meinung, wir brauchen das gar nicht, es gibt ganz andere Mittel. Und nicht die Maske, sondern Anreize, damit kriegen wir sie zum Impfen. Seit einem Dreivierteljahr funktioniert das nicht. Nein. Und der zweite Punkt, den ich noch loswerden wollte, Herr Ahlt, der Verweis auf andere Länder ist irreführend. Die haben keine Impfpflicht, aber sie haben eine Impfquote von teilweise 90%. Ja. Ausgerechnet Länder wie Spanien, Italien, wo wir immer sagen würden, die aber sind Schweden Lachse. Hat immer den Sonderweg. Der ist schon den Sonderweg gucken Sie mal die vor Toten an in Schweden. Impfung. Viel aber ich Tote kann nur sagen, es liegen inzwischen auch Geimpfte, also es kaum Leute auf den Intensivkliniken, es liegen viele andere, aber es ist nicht so, dass die schweren Verläufe so extrem voll sind, deswegen sind die Kliniken nicht voll. Ich muss ergänzen, wer sich nicht impfen lassen will, hat dann das Risiko, dass er auch einen schweren Verlauf hat. Und die ganzen Ungeimpften geben auch eben im Moment Omikron weiter und deshalb ist dieses Zwangs, ich impfe alle und dann ist das Problem gelöst, so wie wir es im Herbst viele dachten, dieses ist jetzt mit Omikron so nicht mehr da. Herr Bremer, lassen Sie mich noch mal ergänzen. In Bremen sieht man ja an der Basisimmunisierung, was eine zielgruppengerechte Ansprache bringt. Ich finde, wir haben da noch nicht alles getan. Bevölkerung, gerade auch migrantische Hintergründe, Bevölkerung mit so einem Hintergrund zu informieren, in deren Sprachen, das bringt jede Menge. Und da haben wir noch jede Menge Potenzial, was wir rausholen können. Und ich glaube, da haben wir... Warum ist da dem unglückseligen Herrn Lauterbach nicht längst was eingefallen? Das ist doch eure Aufgabe, ihr regiert doch. Ja, seit 3 Monaten. Aber hier möchte ich mal einen Gedankengang reinbringen, und zwar den wir eben auch schon drin hatten. Und ich möchte ihn noch mal auch nachhaken bei Herrn Baum und bei Herrn Bremer. Die Geimpften geben es ja auch weiter. Das ist das, was für mich so sehr gegen die Impfpflicht spricht. Also inwiefern kann man denn Risikogruppen schützen, wenn man auch ansteckend ist und den Virus weitergibt? Also das spricht doch komplett gegen eine Impfpflicht. Also wir wissen doch, dass das Weitergeben durch Geimpfte oder auch Angeimpfte meist zu ganz milden Verläufen führt. Was wir verhindern wollen, ist doch im Grunde, dass wir weiter eine... Ja, mehrere Millionen, 14 Millionen haben, die ungeimpft durch die Gegend laufen. Und wenn sie infiziert werden, auf der Intensivstation oder auf dem Totenbett landen, das kann man dadurch verhindern, dass man sie zu ihrem Glück ein wenig zwingt. Da muss ich einhaken, aber weil das geht eben gerade verfassungsrechtlich eben nicht. Außerdem, also ich war ja Betreuungsrichterin, das muss ich jetzt doch mal sagen. Und leider, da haben Sie in gewisser Weise recht, es wäre sinnvoll, sie zu ihrem Glück vielleicht zu zwingen, aber das dürfen wir eben nicht. Ja. Verfassungsrechtlich habe ich sogar jetzt drastisch, ich habe ein Recht, sogar mit Brot zu saufen. Es tut mir leid, es so drastisch zu sagen. Und jetzt haben wir inzwischen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch zur Sterbehilfe. Und Sie wissen, dass wir im Grunde faktisch jetzt auch ein Recht zur Selbsttötung haben. Jeder hat, und Frau Launert, jeder dann kann man hat nicht das sagen, das stimmt nicht. Wir müssen die gegen ihren Willen mit aller Macht zwingen. Es wäre sinnvoll, wenn man sich weniger ansteckt, wenn es mal weniger weitergibt. Das haben wir mit Omikron so nicht. Aber ich habe kein Recht, die Leute zu zwingen zum Selbstschutz. Das ist nicht mehr. Die verfassungsrechtliche Rechtsprechung hat sich wirklich geändert. Warum haben wir uns denn alle impfen lassen? Warum? Damals dachten wir auch noch, da helfen und schützen viele. Ich würde mich auch jetzt impfen lassen, sofort. Ja, ich würde es auch weiter tun. Auf Rücksicht auch auf meine Mitmenschen. Ich würde es auch weiter tun. Die Virologen sagen doch, bei den Ungeimpften entstehen die Mutationen. Natürlich. Frau Lannert, ich habe auch gar nicht gegen Ihre These, dass jeder das Recht hat, sich selbst zu schädigen, sich selbst krank zu machen. Aber er schädigt andere. Aber er hat nicht das Recht, andere zu belästigen, zu gefährden, zu krank zu machen, indem er seine Infektion weiterträgt. Das ist doch der Unterschied. Aber die Geimpften tragen es doch auch weiter. Aber das doch nicht in dem Ausmaß.
und nicht mit den Folgen. Das ist bei Omikron anders. Das ist bei Omikron, also, hat sich verändert. Es hat sich verändert. Also ich würde nicht sagen... Sie, haben Sie heute die Zeitung gelesen? Es gibt in Paris längst Forschung, wonach wir eine ganz andere, nämlich eine Kombination von Delta und Omikron zu erwarten haben. Und dann werden wir uns sehr wundern. Und dann werden wir sagen, hätten wir mal die Impfpflicht. Also lassen wir das bei dem Punkt. Wir lassen den Punkt hier bei Herr Bremer.